Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Heute mit einer etwas besonderen Sendung in einem etwas ungewöhnlichen Setting. Wir sprechen über das Thema Schuldschein und zwar über die Digitalisierung des Schuldscheins. Dort hat es in den letzten Wochen dramatische Veränderungen im Markt gegeben. Wir sehen verschiedene Plattformen, die an den Markt drängen. Credix haben Sie vor ein paar Wochen hier bei uns gesehen. Jetzt haben wir auch zwei Transaktionen der Plattform VC Trade gesehen, die zusammen mit der Helabar die Energieversorger Entega und Verbund an den Markt gebracht hat. Die LBBW hat mit Dead Vision vor wenigen Tagen ein neues Projekt angekündigt, dass in diese Richtung geht. Und dann gibt es ja auch noch andere Fintechs wie Firstwire, die in diesem Markt unterwegs sind. Wir schauen mal, wie das Ganze zu sortieren ist und haben uns dazu die beiden Protagonisten des neuesten Projekts eingeladen, nämlich Andreas Petri, Kapitalmarktchef und Emissionschef der Helabar und Stefan Fromme, Gründer und CEO von VC Trade, das Fintech, das die Plattform dafür zur Verfügung gestellt hat. Wir sprechen über Ihre Plattform, wir sprechen aber auch über das, was die Konkurrenz macht und schauen, was Sie aus dem Treasurer dazu lernen können. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank. Danke. Herr Petri, ich habe schon angesprochen, Sie haben Verbund und Entega über die neue Plattform an den Markt begleitet in den letzten Wochen. Was lief bei diesen Transaktionen anders als bei früheren Schuldscheinemissionen der Helabar? Die Transaktionen sind natürlich vollkommen digitalisiert. Das ist so der große wesentliche Unterschied, aber um es nicht ganz so platt zu machen, die Transaktionen, man muss sehen, die waren in der Vergangenheit extrem fragmentiert. Wir reden hier, oder ich rede ganz gerne von Medienbrüchen, wir verwenden unterschiedliche Techniken, ob es in der Kommunikation ist, während eines Schuldscheinprozesses oder eines Emissionsprozesses, ob es bei der Umsetzung der Transaktion ist, im Orderbuch, in der Kommunikation mit den Investoren. Das lief hier ganz anders. Warum lief es ganz anders? Weil dieser ganze Prozess, den wir in der Vergangenheit eben extrem fragmentiert in unterschiedlichen Medien abgebildet haben, zwar gut geübt und auch relativ sicher, jetzt auf ein ganz anderes Niveau gehoben haben, ist durchgängig vom Emittenten bis zum Investor auf einem Strang digitalisiert. Wie viel Geld und Zeit spart man durch diese Digitalisierung, Herr Fromme? Naja, Geld und Zeit, das ist immer ganz schwer zu greifen, weil jeder Prozess doch ein bisschen anders gestrickt ist. Aber wir gehen davon aus, dass die Zeiträume, die für eine Emission benötigt werden, nahezu eigentlich halbiert werden können. Es sind enorme Effizienzen, sowohl in der Strukturierung, in der Vermarktungsphase, in der Preisbildungsphase, als eben auch hinten raus bis Settlement. Und so wie es der Herr Petri gerade gesagt hat, es ist entscheidend, dass wir einen kompletten Prozess liefern. Vorne von der Mandatierung beim Unternehmen bis hinten raus zum Settlement. Das ist alles vollständig durchgängig digital. Das heißt, es gibt keine klassische Handarbeit mehr, so wie man das bisher kennt. Und die Unternehmen haben insbesondere, oder die Emittenten generell, haben insbesondere einen riesen Vorteil. Sie können sehr viel punktgenauer emittieren. Wir haben deutlich niedrigere Stückkosten. Das heißt, wir erschließen ganz anderes Emissionspotenzial, indem wir nämlich sehr viel häufiger in den Markt gehen können, deutlich kleinteiliger. Deswegen setzt sich das Thema Kosten aus mehreren Faktoren zusammen. Das eine sind per se Emissionskosten, das andere sind Liquiditäts- bzw. Finanzierungskosten. Das heißt, man braucht vor allem weniger Leute, die weniger Zeit darauf verbringen, diese ganzen handwerklichen Tätigkeiten abzuwickeln. Das heißt, man spart Geld. Entega Verbund, wer hat denn die Einsparung vereinnahmt? Die Bank, VC Trade oder Ihre Kunden? Natürlich muss VC Trade für das Bereitstellen dieser doch sehr umfangreichen Leistungen und dieses umfangreichen Leistungspakets was verdienen. Sonst wird es als Startup nicht überleben können. Aber es ist auch so, dass hier die Kunden natürlich maßgeblich davon profitiert haben. Ich glaube, der CFO der Verbund AG hat in einem Interview von 40% Kostenreduktion gesprochen. Ich denke, das ist ungefähr die Größenordnung, die in dieser Transaktion eine Gültigkeit hatte. Bei Entega ist es sicherlich eine Größenordnung, die auch interessant ist. Das lässt sich aber jetzt nicht auf den letzten Cent festmachen. Fakt ist allerdings, und sonst müssten wir diese Schritte nicht gehen, dass wir Effizienzen heben, dass wir die Prozesse günstiger darstellen können in Zukunft und dass da der Kunde natürlich einen Nutzen von trägt, trotz des und das Ganze noch kombiniert mit einem sehr kompetitiven Umfeld. Das darf man nicht vernachlässigen, das ist außer Frage. Was bedeutet das dann, Herr Petri, was wir gerade gehört haben über die Beziehung zwischen Banker und CFO bzw. Treasurer? Kriegen die Sie weniger zu sehen? Müssen die weniger Zeit mit Ihnen verbringen? Oder ist das Frontend Bank CFO immer noch so wie bei alten Schuldscheinemissionen? Ja. Ich hoffe, es ist nicht so eine schreckliche Erfahrung, Zeit mit mir zu verbringen, aber es ist de facto nicht so, dass wir jetzt uns weniger um unsere Kunden kümmern, weil wir eine digitale Plattform verwenden. Aber es ist natürlich so, dass wir
Geschäftsprozesse, die in der Vergangenheit, sagen wir, eher so nachgelagert waren, Erstellen von Mandatsbriefen, die Dokumentationserstellung, die doch sehr zeitaufwendig ist, auch mit diesem Instrument ein Stück weit beschleunigen. Das heißt, es bleibt ganz einfach am Ende mehr Zeit, sich auf wesentliche Fragen zu konzentrieren. Wie entwickeln sich Märkte? Wie entwickelt sich die Pipeline? Wie ist das Abnahmeverhalten der Investoren? Also diese Fragen, die dann wirklich eher von Relevanz sind und in einer Diskussion mit dem Kunden Mehrwert bringen, ich glaube, für die bleibt dann einfach mehr Zeit. Fühlt es sich für einen Kunden, für einen CFO von Treasurer auch anders an, jetzt eine Emission über diesen digitalen Weg zu begeben, dass die Transaktionsanbahnung, Begleitung und sowas anders ist als früher? Ja, definitiv, weil der CFO-Treasurer, wer immer dann jetzt näher am Deal selbst dran ist, hat hier die Möglichkeit, eben nicht Secondhand-Informationen zu kriegen. Das heißt, er ist nicht auf den Informationsfluss alleine angewiesen, dem ihm die Bank zuspielt, sondern er kann live in der Transaktion teilhaben. Das heißt, die Transaktion spielt sich für ihn. Er kann zwar nicht eingreifen aktiv, aber er hat die ganze Information über den Workflow der Transaktion. Er bekommt ganz klar die Kommentare der Investoren mit, sieht deren Zeichnungsverhalten, was früher umständlich über Excel-Sheets einmal die Woche transportiert wurde und am Telefon besprochen. Das hat er live und kriegt damit natürlich auch ein ganz anderes Marktgefühl und sieht natürlich, wie sich seine Transaktion aufbaut und entwickelt. Und das von der ersten Minute an. Das ist schon natürlich ein erheblicher Unterschied. Dieser erhebliche Unterschied, diesen adressieren natürlich auch andere Player. Herr Fromme, es sind nicht nur andere Fintechs, die was Ähnliches gebaut haben wie Sie, sondern jetzt vor ein paar Wochen hat die LBBW nochmal eine eigene Plattform auf den Markt gebracht namens DebtVision. Erstmal als Schuldscheinmarktplatz, primär Sekundärmarktgeschäft, aber auch angedacht, andere Fremdkapitalklassen abzudecken. Wie unterscheidet sich das denn von Ihrem Produkt, das Sie jetzt mit der Helaba und anderen Banken zusammen aufgleisen? Also in den Segmenten, die Sie gerade angesprochen haben, unterscheidet sich es erstmal nicht. Das, was letztendlich bei uns der Fall ist, wir haben auch mit dem Schuldschein begonnen. Es kommt natürlich ein Sekundär, es geht im Moment auch schon der Syndloan live, es kommen diverse Finanzierungsarten auch von verschiedenen Emittenten. Aber es unterscheidet sich schon vom Rollenverständnis. Insofern ich das richtig verstanden habe, was die LBBW tut aus der Presse heraus, ist es eher ein proprietäres Modell, wo die LBBW sagt, wir stehen an einer Seitenlinie. Unsere Plattform ermöglicht Emittenten direkt den Markt anzusprechen und die LBBW übernimmt dann nach meinem Kenntnisstand nachgelagerte Themen wie beispielsweise Zahlstelle etc. Und insofern unterscheidet sich das erheblich proprietär versus marktoffen, weil letztendlich ist unser Ziel, einen gewissen Marktstandard zu etablieren. Deswegen arbeiten wir mit diversen Banken auch zusammen. Die eine oder andere Bank kam ja jetzt gerade schon mit Transaktionen, es werden weitere folgen. Und ja, das ist, glaube ich, so vom grundlegenden Business Case mal der Unterschied. Okay, wir haben noch andere Innovationen, die wir gerade im Markt sehen. Wir haben die Blockchain-Technologie, die ebenfalls die LBBW letztes Jahr aufgebracht hat, die auch eine Prozessvereinfachung bieten soll. Wir haben das Thema unabhängige Plattform, was wir gerade hatten, wo man praktisch ohne Bank im Idealfall die Investoren adressieren soll. Und man hat dieses Mischmodell bei Ihnen, schnellerer digitaler Prozess mit Banken im Board. Was wird Ihrer Meinung nach das Schuldscheingeschäft am stärksten verändern, Herr Fromme? Gut, es ist schon mal intrinsisch bedingt die Eigenmotivation, dass wir sagen, ein Prozess, der die Banken an Bord hält, die nämlich extrem viel Prozesssicherheit reinbringen, Platzierungssicherheit auch für Emittenten mit reinbringen. Das bringt keine Plattform per se. Deswegen klar das Mischmodell, deswegen setzen wir halt solches auch da drauf. Thema Blockchain sicherlich relevant für den gesamten Banking-Markt, wichtiges Forschungs- und Entwicklungsthema. Aus unserer Sicht weit, weit weg davon, dass es in der Praxis eine Anwendung findet. Weder Regulator noch Sonstiges haben wir an der Stelle auch für Klarheit im Moment geschaffen. Und Thema Blockchain ist auch nicht so, sagen wir mal, das ganz per se neue, wie man es vielleicht meint. Distributed Ledger Technology gibt es schon sehr lange. Das ist ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen aus unserer Sicht. Nichtsdestotrotz sind wir an der Stelle lieferfähig, falls sich ein Marktstandard etabliert. Auf der anderen Seite, das, was Sie noch angesprochen hatten, mit Plattformen, die letztendlich einen Arrangeur vertreiben oder die es ohne Arrangeur versuchen, im Markt zu platzieren, das ist auch wiederum ein anderer Business Case. Das ist eher das Maklergeschäft auf eine sehr moderne Art und Weise und das hat sicherlich seine Daseinsberechtigung.
weil das Maklergeschäft hat in einigen Emissionsbereichen durchaus eine bedeutende Marktstellung. Und so haben die Plattformen sicherlich auch eine gute Chance, da eine Marktstellung sich zu erarbeiten. Wir bleiben da weiter am Ball. Bei Finance TV sind wir natürlich neutral und unsere Zuschauer können sich so in unserer Datenbank schon anschauen. Wir hatten schon Interviews mit Firstwire, mit Quellex, mit der LBW zum Blockchain-Schuldschein und man kann sich schauen, was die Kollegen sagen. Deswegen brauche ich Sie gar nicht weiter challengen, sondern komme zu den drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort gerne ja oder nein. Die erste Frage an Sie, Herr Frommer. Wird in diesem Jahr außer der Helaba noch eine andere Partnerbank einen Schuldschein über Ihre Plattform leiten? Ja. Nicht nur eine. Die zweite Frage an Herrn Petri. Stehen der Blockchain-Schuldschein der LBBW und Ihr Ansatz mit VC Trade in Konkurrenz zueinander? In keiner Weise. Und die letzte Frage an Sie beide. Ich fange mal an mit Herrn Frommer. Werden die Erträge, die die Banken im Schuldscheingeschäft aktuell noch verdienen können, durch den Vormarsch von Plattformen wie Ihnen deutlich zurückgehen? Wir enablen die Banken dazu, dass sie mehr Geschäft machen können. Ich hatte es vorhin ausgeführt, Stückkosten fallen. Man kann mehr Geschäft machen, es entstehen neue Business Cases. Und Ihre Antwort? Exakt das Gleiche. Der Business Case wird sich verändern. Losgrößen werden kleiner, die man über solche Plattformen ziehen kann, die man im konventionellen Prozess nicht dargestellt hätte. Aber Sie müssen den Kuchen mit den Frommen künftig teilen. Der CFO zahlt ja nicht mehr, eher weniger. Das ist natürlich so. Der CFO sollte, wenn das Ganze hier durchschlägt, natürlich profitieren können davon. Fakt ist aber, dass sich die Kosten trotzdem in toto reduzieren und wir kleinere Losgrößen über Plattformen besser abbilden können als in manuellen Prozessen. Das ist einfach Fakt. Bis dato haben wir circa bei 30, 40 Millionen Losgrößen so ein Kostenthema und in Zukunft ist das deutlich zu reduzieren auf Transaktionsgrößen bis zu 10 Millionen runter. Wow. Und eine unglaubliche Dynamik, die wir da sehen in dem Markt. Danke, dass Sie uns Ihr Projekt vorgestellt haben. Wir bleiben am Ball, wer es letztendlich durchsetzen wird. Ich glaube, für CFOs und Treasurer kann man jetzt schon sagen, ist auf jeden Fall eine gute Innovation. Wer letztlich auf Ihrer Seite oben bleiben wird, wird sich zeigen. Aber danke, dass Sie hier waren. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wir hoffen, in diesem ungewöhnlichen Setting war es trotzdem für Sie interessant. Wir begleiten es weiter, bleiben Sie auch am Ball und berichten Sie uns auch von Ihren Erfahrungen mit diesen Projekten. Bis dahin eine gute Zeit und machen Sie es gut.